Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 280. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hi. Der Herr Basti. Gute. Und auch mal wieder vertreten der Herr Dennis. Ja, servus und hallo. Ja, servus und hallo. Wie war's? Mein Gott, diese Verbeierung in diesem Podcast ist echt schlimm. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Jetzt kommt die Überleitung vom René, die nehme ich jetzt einfach vorweg. Weniger schlimm war unser Auswärtsspiel in Hannover. sehr gut. Ja, genau. Richtig. Wir hatten im letzten Spiegelbeitrag gefordert, oder in der letzten Sendung gefordert, man müsste sich in die Saison rein brutalisieren. Also ganz ehrlich, mehr rein brutalisieren als bei dem 1:2 am Ende, kannst du das Ding doch eigentlich gar nicht, oder? Ja, die Eintracht hat es wörtlich genommen. Aber sowas gesagt hat. Also tatsächlich, wir werden natürlich noch detaillierter drauf eingehen, aber es war geil. Ja, das war geil. Genau. Es ist immer noch geil, wenn du dir das anguckst. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir das angeguckt habe. Knapp 100 Stundenkilometer aus 30 Metern Entfernung, das Ding da einfach mal Vollspann rein. Ja. Boah. Aber es ist auch so ein Spiel, wo ich glaube, wir da haben viel zu schwätzen, ehrlich gesagt. Da waren viele, viele Sachen, die. Dann fangen wir einfach gerade an. Genau. Ja, ich würde sagen, ich fange vorne an. Also ich fand das ja einfach sehr gut ins Spiel gekommen, ist ehrlich gesagt. Die hatte Hannover, die auch sehr harmlos waren, hatte die einfach gut im Griff. Ja. Wolf hat mir am Anfang auch ganz gut gefallen, weil ich ja eigentlich eher ein Kritiker von ihm war. Dieser Pass vorm 1-0 war natürlich super. Also, ja, Bombe. Das war Bombe. Richtig und gut. Haller bestätigt, die Hoffnung, die wir in ihn gesetzt haben, bestätigt er so ein bisschen. Auch gegen viele, viele Kritiker. Weil dieses Tor war auch gut gemacht. Also, das ein Stürmer für seine Größe, der den da so reinlupft, das ist auch nicht selbstverständlich. Nee. Mhm. Und das war auch so ein Tor, wo du denkst, okay, ein Fallrückzieher, das ist so ein Sonntagsding, aber so, das sind ja die Tore, die ein Stürmer machen muss. Du läufst das Tor, der ist auch gut gelaufen, muss man auch sagen, er hat es antizipiert, also diesen Passweg und dann kurz vorm Abseits an dieser Grenze, das war super gemacht. Da war die Eintracht ganz gut drin, dann auch danach, was ich ein bisschen komisch fand, dann hat man diese harmlosen Hannoveraner irgendwie. Und wir können gleich mal drüber sprechen, wie ihr das seht. Ich habe das Gefühl, bei der Eintracht ist das so ein Stück weit Taktik, ehrlich gesagt. Die stehen am Anfang der Hälften immer ziemlich hoch und rennen ziemlich viel gegen den Ball auch und probieren irgendwie Nadelstiche zu setzen und dann lassen die so einen Gang raus. Und dann hast du diese unnötige Hannoveraner Mannschaft ins Spiel zurückkommen lassen, wo ja nichts passiert ist, dann kassierst du das 1-1. Und da war ich schon sauer, ehrlich gesagt, weil ich aus meiner Sicht, ich weiß natürlich nicht, wie die Dynamik auf dem Platz ist, weil wir spielen natürlich nicht selber, wir können es nur schauen. Aber was da passiert ist, ehrlich gesagt, weil für mich kam es nicht so rüber, als wenn Hannover jetzt irgendwie gesagt hätte, okay, wir legen jetzt los, sondern die Eintracht hat das mit unkonzentrierten Fehlpässen und so ein bisschen Druck rausgenommen, hat die irgendwie das Gefühl, hatte ich, dass die am Ende der ersten Halbzeit die Hannover wieder einfach ohne Not ins Spiel zurückgeholt haben irgendwie. Das sehe ich genauso. Ja, das war auch so. Also ich denke, die Eintracht hat einen wirklich guten Start gehabt. Hat auch gezeigt, dass sie nicht nur im rein kämpferischen Aspekt gut ist, sondern auch schon, da war schon das ein oder andere Spielerische dabei. Also ich denke schon, dass wir hier einen gewissen Aufwärtstrend sehen, dass die Mannschaft auch in der spielerischen Art und Weise hier zum Tor näher zum Tor gelangt. Finde ich schon ganz gut. Wolf war da echt einer der Punkte, die man schon positiv nennen kann, aber was mich ein bisschen ärgert, ist, dass wir halt nicht energisch genug nach dem 1:0 nachsetzen. Und das finde ich halt einfach fahrlässig. Ich habe immer das Gefühl, wie der Basti schon gesagt hat, wir holen ihn dann wieder rein, wir lullen uns selber so ein bisschen ein. Ja? Also ich meine, in den letzten Wochen, das ist ja gut gegangen, weil wir haben sie dann so lange eingelullt, dann haben sie ein Tor geschossen und denken so, ach, jetzt läuft es. Und dann stechen wir am Ende, kurz vor Schluss, dann nochmal richtig brutal zu. Ja? Aber das ist halt jetzt natürlich auch keine Art und Weise, wie du das dauerhaft machen kannst. Und das ist halt das Problem. Und was mir halt auffällt, was ich halt negativ finde, ist, dass wir extrem anfällig bei Eckbällen und den daraus resultierenden Kopfbällen sind. Das ist jetzt schon, keine Ahnung, das ist bestimmt nicht erst das zweite Mal gewesen, aber mir fällt es halt jetzt auf, zum zweiten Mal innerhalb von 2 Wochen, dass wir nach einer Ecke einfach ein Gegentor bekommen. Und es ist halt einfach, das ist scheiße. Aber da auch als Schwachpunkt zu nennen, auch wenn ich ihn ungerne kritisiere, weil eben die ganze Geschichte, die da vorsteckt mit Russ. War da eindeutig, fand ich zumindest der Schwachpunkt wieder in der Innenverteidigung. Gerade bei den Eckbällen, da waren glaube ich 2-3 Situationen. Die eine hat ja dann auch zum Gegentor geführt. Aber da war er einfach diese gewisse Spritzigkeit, auch nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her. Da lässt er sich da ein bisschen austanzen. Ich hatte das Spiel dann auch nochmal in der Wiederholung geschaut gehabt, wo man dann auch gesagt hat, wer ist denn da überhaupt jetzt wirklich so
der Verantwortliche für den Spieler gewesen. Da war es eindeutig, dass Rust sich durch eine leichte Körpertäuschung eigentlich dann schon so in eine schlechte Situation bringt, dass, wer hat denn das Tor gemacht? Sané, glaube ich, dann auf genau, der anderen Seite. Sané hat das Tor gemacht. Ja. Der im Endeffekt dann eigentlich leichtes Spiel hatte, denn Rust hat die Höhe gefehlt. Klar, Radetzky fällt auch ein bisschen wie eine Schranke, aber kurze Distanz, harter Ball. Also muss man sagen, ist im Endeffekt wirklich, ist mir auch aufgefallen, Marvin, bin ich voll bei dir, liegt aber, glaube ich, prinzipiell nicht unbedingt an der Spielweise der Eintracht, sondern würde ich sogar personalisiert sehen, individualisiert auf Rust. Ist einfach bei Eckbällen momentan noch nicht so in dem Spielrhythmus drin und hat nicht die Spritzigkeit, auch nicht nur körperlich, sondern im Kopf, um da gut zu agieren. Aber das ist meine Sache. Wie seht ihr das denn? Ja, ich fand auch, ich war auch so ein bisschen sauer, weil in der Zeitlupe sah das auch echt unglücklich aus, weil er das total schlecht antizipiert. So ein bisschen will ich ihn in Schutz nehmen, auch wenn ich immer noch kein großer Fan von ihm bin. Sané ist halt auch echt ein Tier, ehrlich gesagt. Also das ist schon, ja, das ist richtig. Also der ist mir auf dem Platz aufgefallen, auch nicht nur bei der Szene, sondern das ist schon ein guter Kicker, der echt eine Wucht ins Spiel bringt. Das, auf jeden Fall. Das ist natürlich, wie gesagt, man kann es verteidigen, es ist trotzdem gegen ihn ein bisschen schwer, aber ich bin da tendenziell wahrscheinlich trotzdem eher bei dir, Dennis, dass ich Rust so ein bisschen als Schwachpunkt ausgemacht habe und immer noch nicht verstanden habe, warum Salcedo immer noch nicht spielt, aber gut, Kovac wird seine Gründe haben. Aber das, was der Marvin gesagt hat, da will ich nochmal drauf eingehen, das war dieses, du lässt dich einlullen und du verstehst nicht warum, weil das nicht so war, dass du einen Gegner vor dir hast, der plötzlich irgendwie besser wird, nö, sondern Hannover hat gleich scheiße gespielt. Die haben den einfach nur mehr Platz gelassen. Hannover hat ja dann im Endeffekt das, was Hannover, was wir nicht zugelassen haben, haben die einfach irgendwie 20 Meter weiter vorne gemacht. Da hat sich die Bälle zugeschoben und dann wussten sie nicht genau, was sie machen sollen. Und du hast eigentlich von als Außenstehender das Gefühl, wo ich mir denke, das muss ja ein Trainer irgendwie auch sehen, zu sagen. Und wahrscheinlich hat er es auch gesehen. Wahrscheinlich hat er auch in der Halbzeit gesagt, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Habt ihr euch mal die Gegner angeschaut? Habt ihr den mal angeschaut? Die müsst ihr weghauen. Weil dann in der zweiten Halbzeit, erheblich besser. Das war im Endeffekt, dieses späte Tor war natürlich glücklich, aber trotzdem in der Summe nicht. Also die Eintracht hätte schon locker vorher zwei Tore schießen können, slash müssen wahrscheinlich sogar. Mhm. Ich erinnere mich an die eine Szene, ich weiß nicht, war Gacinovic war es, glaube ich, der nicht entschieden genug nach innen gespielt hat, wo Rebic schon gewartet hat. Ja, das war wieder so eine Gacinovic-Nummer. Diesmal als Vorbereiter, wo er so halbherzig ist. Das fehlt ihm noch. Gacinovic gefällt mir immer besser. Über das ganze Spiel gesehen, wie er die Bälle verteilt, wie er läuft, aber in entscheidenden Situationen fehlt ihm trotzdem manchmal noch die geistige Frische. Die Abgezocktheit. Ja. Genau, ja, gegen Stuttgart hatten wir ja diese Szene, wo er den Ball von Haller rübergespielt bekommt, wo er das bisschen überhastet macht und das war jetzt umgekehrt, dass er so quasi überhastet diesen Pass nach innen spielt, weil Rebic ist da komplett frei. Da muss er halt vielleicht nochmal kurz Druck rausnehmen, warten, bis Rebic sich zurückfallen ist und dann, oder eigentlich hätte die Eintracht locker das schon vorher zumachen können. Und deswegen wurde ich auch ein bisschen nervös, weil ich eigentlich ehrlich gesagt darauf gewartet habe. Ja klar, also das ist so ein Tor, das ist so ein Spiel, was eigentlich danach schreit, gleich macht Hannover noch ein Eckballtor. Also wo du denkst, dann verlieren wir. Die alte Eintracht meiner Meinung nach hätte das auch noch verloren. Aber irgendwie, irgendwas hat die Eintracht gerade, was dafür sorgt, dass sie nicht aufgeben. Und dann, ja gut, über dieses Tor müssen wir nicht reden. Das war überragend gemacht von Rebic. Ja. Das war wirklich sehr genial. Auch von Haller die Vorlage. Geil. Wirklich geil. Das war ja auch das, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, dass Haller halt einfach auch jemanden neben sich braucht, auf den er die Bälle halt auch mal ablegen kann, weil er kann sie halt behaupten, er nimmt die halt auch oft mit dem Rücken zum Tor an und er braucht halt jemanden, wo er den auch nochmal irgendwie ablegen kann und da war Rebic halt jetzt exakt der Spieler, den es an der Stelle jetzt einfach auch gebraucht hat. Aber Wolf? Auch zu dem Stimmungswechsel in der zweiten Halbzeit ganz kurz nochmal ein Spieler, den ich da auf jeden Fall noch erwähnen will, ist, der mir negativ aufgefallen war einfach, was ihr auch sagt, mit vielen Fehlpässen, ein bisschen unkreativ war Tavata auf der linken Seite, die Wechsel mit Willems nach der Halbzeit, das war wirklich war der beste Wechsel überhaupt, viel mehr Druck, viel mehr Sicherheit, Ballsicherheit, auch schlaue Pässe mal in den Lauf. Habe ich mich gefragt, warum hat er nicht von Anfang an gespielt, aber in der Halbzeit hat ja dann zum Glück noch gereicht. Aber Dennis, gut, dass du es nochmal ansprichst, weil ey, Willems ist auch eine Maschine. Also wieder, der hat ja teilweise im Stand hat er den Ball und tanzt den Gegenspieler trotzdem aus. Irgendwie dann Ausriss, ja, du hast, wenn er am Ball ist, ich habe immer das Gefühl, dass was Gefährliches passieren kann, wenn er am Ball ist. Ja. Immer. Aber das ist geil. Also aber das finde ich, sorry, wenn ich jetzt reinkriege, aber gerade das finde ich irgendwie ganz cool, dass du
immer dieses Wechselspiel betreibst, weil natürlich hast du mit Willems einen absolut brutalen Typen da in der Hinterhand, aber du kannst Tabata auch erstmal reinbringen. Und das Geile ist, Willems zieht in der Halbzeitpause oder er zieht nach dem Wechsel. Weißt du, was ich meine? Das ist ja ganz selten, dass du Leute hast, die wirklich danach noch was bewegen können. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wenn wir jemanden auf der Bank haben, sei es mal ein Rebic oder sei es halt ein Willems, dass die dem ganzen Spiel noch gut tun, was ich echt cool finde. Die machen nicht nur den Kader breit, ja, da hast du recht, Marvin, auf jeden Fall. Ja, das ist ja wirklich mal, also ich meine, das ist ja ein Novum für die Eintracht, dass es Verstärkungen gibt, die von der Bank kommen können. Also das ist ja etwas, was das ganze Spiel der Frankfurter Eintracht unberechenbarer macht. Und natürlich, abgesehen davon, Willems hat eine zweite Halbzeit gespielt, die war aller Ehren wert. Das ist natürlich dann schon eine Klasse, die du hast. Ja, ich finde, Haller will ich auch nochmal erwähnen, ehrlich gesagt. Für mich war er der Mann des Spiels mit einem Tor, einer Vorlage, auch offensichtlich fast wahrscheinlich. Aber der gefällt mir echt gut, ehrlich gesagt. Das ist ein super Stürmer. Also der. Ja. Stimme ich komplett zu. Haller ist für mich, wie ich das schon mal gesagt habe, das klingt immer despektierlich, ist aber eigentlich nur mit dem höchsten, mit dem höchsten Respekt gemeint. Das ist für mich so eine Art. Nikos Liberopoulos ein bisschen besser. Schlechter geht ja auch nicht. Und auch ein bisschen bulliger. Ja, aber Liberopoulos war ein guter Spieler zu der Zeit. Der hat uns komplett viel geholfen. Ja. Das ist natürlich nochmal ein anderes Niveau gewesen, aber war trotzdem immer ein Griechenland-Internationale. Und der war sehr, sehr wichtig, weil er Anspielstation war, bullig trotzdem war, hat viele Räume frei gemacht, ähnlich wie das halt heute Haller macht. Und gleichzeitig ist es halt noch der große Vorteil, dass Haller langsam aber sicher den Torriecher wiederfindet und halt noch die Qualität hat. Und ich finde es gut und wir müssen daran festhalten, der Junge ist gerade auf einem richtig guten Weg und er zeigt es immer wieder. Und das ist, glaube ich, the way to go. Ja. Ich glaube auch, was mich bei ihm beeindruckt, ist diese Ruhe, die er hat. Also der wirkt gar nicht hektisch. Der nimmt den Ball an, wie als wäre es selbstverständlich, dass er einen langen Ball, den holt er einfach runter, dann schaut er ganz ruhig, lässt sich nicht irgendwie fertig machen vom Gegenspieler und wartet auch manchmal diese entscheidenden 3 Sekunden, um einen Pass zu spielen. Manchmal musst du ja kurz warten, bis der Spieler bis die Situation besser ist, wie die Spieler sich verschoben haben. Und dann spielt er einfach ganz ruhig diesen Pass. Das ist schon eine Qualität, die wir bei der Eintracht nicht so oft hatten, weil die Eintracht oft immer hektisch geworden ist. Genau, du siehst halt so ein bisschen alte und neue Welt, so ein bisschen Spielweise von Haller, der dann halt eben diesen Überblick hat und die Ruhe bewahrt und dann Gacinovic, der dann halt schnell in diese Hektik verfällt und dann halt irgendwelche noch nicht so ganz überlegten Aktionen macht. Also da siehst du noch so ein bisschen alt und neu nebeneinander. Was ich zu Wolf noch sagen wollte, er hat mir auch extrem gut gefallen, aber wenn man mal so guckt, er hat halt auch extrem wenig Ballkontakt und alles gehabt. Ich glaube, der hat über das ganze Spiel hinweg 10 oder 11 Pässe gespielt. Also das ist jetzt halt auch nicht so wahnsinnig viel da auf der Position, aber trotzdem an den entscheidenden Aktionen beteiligt. Also so auch so ein bisschen. Er hat ja auch noch diese eine gute Chance gehabt, wo ich mir gedacht habe, hat er gut gehalten, der Torwart. Das wäre natürlich auch was gewesen. Ja, aber was ich abschließend zu Haller noch sagen will, mich erinnert er so ein bisschen an John Carew, ehrlich gesagt. Also du hast so diesen, weißt du, diesen großen Stürmer, der trotzdem irgendwie eine feine Technik hat. Ich glaube, ja, wir werden es beobachten müssen, aber also ich bin sehr, sehr zufrieden. Und für mich ist er jetzt erstmal gesetzt, ehrlich gesagt. Also die Diskussionen, die es gab, sind für mich ehrlich gesagt beendet. Ja. Eine Frage würde ich euch gerne noch stellen. Wie deutet ihr denn die Hand? Geste, Bewegung, die Rebic da nach dem Tor gemacht hat. Was wollte er der Menschheit damit sagen? Er wollte sagen, meckert nicht so viel mit mir rum. Rebic ist ja wahrscheinlich auch so ein trotziges Kind, der mit Sicherheit auch zu Recht Kritik einstecken muss, weil er mit Sicherheit manchmal so ein bisschen schleifen lässt. Das ist, ich glaube, das Verhältnis Kovac und Rebic ist wie so dieser Vater, der sieht, was sein Sohn für ein Potenzial hat, der das aber nicht immer ausschöpft, weil er so ein bisschen faul ist. Und ich glaube, das ist für jemanden, das ist halt schwierig, glaube ich. Mir würde das auch schwer fallen, wenn ich so einen Spieler hätte. Ich denken würde, Alter, du würdest wahrscheinlich nicht mehr bei uns spielen, wenn du dich konzentrieren würdest. Und ja, stimmt. Und ich glaube, Rebic ist dann aber einer, der nimmt das vielleicht an einer gewissen Stelle viel zu persönlich. Und wenn er dann so ein Tor macht, dann macht er halt diese Geste von wegen so, Leute, was wollt ihr jetzt noch sagen? Also das ist, ja, da kann man auch drüber hinwegschauen, finde ich, ehrlich gesagt. Ich finde, Kovac hat das danach gut moderiert. Ja. Die haben ja gesagt, der hat es gut gemacht, der kann aber noch mehr machen. Wir wollen ihn jetzt nicht zu hoch loben, wir wollen ihn aber auch nicht fertig machen, alles gut. Also ich hoffe, dass der Boulevard Rebic ehrlich gesagt in Ruhe lässt und dass daraus nichts gedreht wird, sondern die sollen ihn einfach in Ruhe lassen. Der ist auch auf einem sehr, sehr guten Weg, Rebic. Ja.
Also und, bislang habe ich dazu auch nichts gelesen. Mich hätte es einfach nochmal interessiert, auch weil ich jetzt aus den Fernsehbildern, beziehungsweise ich habe es live nur im Radio verfolgt, nicht so richtig deuten konnte, auch in welche Richtung jetzt die Geste ging. War das mehr so Richtung Trainerbank oder war das vielleicht auch mehr so Richtung Publikum? Ich glaube, das ist auch, ich finde es gut, dass da zum Beispiel jetzt nichts draus gemacht wurde. Das ist der große Vorteil, dass du solche Gesten dann auch einfach mal für sich Bestand haben lässt. Das wird es genauso sein, wie der Basti das gesagt hat. Und es hat so für mich so das Gefühl gehabt, so nach dem Motto, labert nicht, schwätzt nicht, bla bla bla, ich mach schon meine Buden. Ich lasse ja, Taten folgen, genau. Ich meine, direkt danach hat Kovac ja gesagt, ja, ist schön, dass er das Tor gemacht hat, aber noch weniger kann der Typ nicht laufen. Noch weniger darf er jetzt nicht mehr machen. Nach hinten muss er sich was machen. Ja. Genau, und das ist ja auch eine geile Angelegenheit, dass du hier jemanden hast, der überhaupt unzufrieden ist, der trotz der Tatsache, dass sein Spieler ein Tor gemacht hat, halt nicht zufrieden ist. Ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie Rebic funktionieren kann, auch wenn es vielleicht für ihn unangenehm ist, aber ich meine, er verdient immerhin Geld und Kovac kann ihn da noch ein bisschen fordern. Ja, guck jetzt mal an, drittes Tor im dritten Spiel ist halt auch schon ziemlich geil. Ne? Muss man einfach dann auch mal so stehen lassen. Er zeigt ja auch den Kritikern, okay, ihr könnt hier so viel meckern, wie ihr wollt. Ich mache meine Tore, ich bring das auf den Platz, was eigentlich gefordert ist. Und Marvin, du hast es mal sehr schön angesprochen. Finde ich auch sehr gut, dass Kovac da auch nochmal sagt, das ist zwar schön und gut, dass er ein Tor gemacht hat, bleibt mal auf dem Boden. Er muss auf jeden Fall mehr nach hinten arbeiten, weil weniger laufen kann er nicht. Und das ist ja auch was. Du kannst natürlich, Gegentore fallen ja auch oft, wenn du im Gesamtverbund nicht nach hinten arbeitest. Das ist nun mal so. Dann musst du sie vorne auch machen. Hier das Spiel, klar, es wäre eine blöde Situation gewesen, weil du aus dem Standard die Sache kassiert hättest. Da kannst du natürlich dann auch nichts machen, wenn alle nach hinten arbeiten. Aber im Großen und Ganzen, du gewinnst Spiele auch immer im Gesamtkonsortium nach hinten zu arbeiten. Und da muss Rebic definitiv ein bisschen mehr machen, weil das war schon auffällig wenig. Ja, da war er aber auch nicht alleine. Also wenn man sich so die Laufverteilung von dem Marius Wolf anguckt, der war jetzt auch nicht so oft hinten in der eigenen Hälfte, um da zu helfen. Also da haben sich beide Flügelspieler nicht viel gegeben an der Stelle. Hat das stimmt, ja. Ja. Aber na gut, drei wichtige Punkte gegen Hannover, einen absolut schlagbaren Gegner, wie wir vorher gesagt haben und jetzt ja auch gesehen haben und damit eigentlich in der Tabelle jetzt auch mit 13 Punkten auf einem erstmal recht entspannten und soliden Platz. Und jetzt wird es halt auch ein bisschen spannender, weil jetzt am Samstag dann gegen Dortmund auswärts. Ja, ich will nur mal ganz kurz sagen, ich finde es schon erstaunlich, dass die Eintracht natürlich mit einem gewissen Maß an Glück aber das geschafft hat. Hannover, die ja davor einen richtig guten Lauf hatten, im Endeffekt zum Start der Saison, hier drei Punkte abzuluxen. Natürlich Aufsteiger hier und da und das ist natürlich eine Mannschaft, die jetzt eigentlich auch keine gehobene Bundesliga-Qualität hat. Das ist, meine ich jetzt nicht böse, aber wenn ich mir anschaue, in weiten Teilen, da sind richtig geile Leute dabei, wie Sané, das ist ein Tier, der kann auch wesentlich höher spielen. Also Sané ist für mich ein Spieler, der hat auch das Potenzial, unter den Top 5 in der Bundesliga zu brillieren. Schwegler ist natürlich auch jemanden, den kennen wir, den schätzen wir und das ist auch einer mit einer groben Qualität. Trotzdem gibt es auch in anderen Mannschaftsteilen durchaus Spieler, die jetzt nicht dieses Niveau haben. So, aber trotzdem musst du das erstmal gewinnen. Und was ich halt dann toll finde, ohne die Eintracht jetzt zu sehr loben zu wollen, das war ja auch eine Mannschaft, die nicht die absolut erste Garde zwingend repräsentiert. Da waren ja einige, die irgendwie ausgefallen sind, die nicht teilnehmen konnten und dass die Eintracht es trotzdem geschafft hat, hier drei Punkte zu holen, alle ehrenwert. Und wie du jetzt schon gesagt hast, jetzt geht's Richtung Dortmund, jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht. Ja, genau. Aber es ist doch im Endeffekt, ist für mich jetzt das Dortmund-Spiel, was ansteht, ist für mich von der Saison jetzt das Entspannteste, ehrlich gesagt. Du hast jetzt endlich mal diese zwei Spiele hintereinander gewonnen, hast dieses Zickzack-Dings durchbrochen. Und hast jetzt einfach, wie soll ich sagen, du hast jetzt einfach, was soll aber gegen Dortmund passieren, ehrlich gesagt? Gar nichts. Also es kann nichts passieren. Nee, also Dortmund ist absolutes Bonusspiel. Wenn du einen Punkt holst oder mehr, dann bist du zufrieden. Aber ich glaube, in der Stelle ist halt wirklich, wenn du da keinen Punkt holst, ja, ist das halt auch quasi laut Plan.
Von daher. Also wer die ja, angeplant du hast schon diese 13 Punkte. Du hast jetzt diese 13 Punkte. Weißt du, das ist ja, wir würden ja jetzt nicht irgendwie in Depression verfallen, wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Stuttgart unentschieden gespielt hätten, gegen Hannover verloren. Dann wäre die Geschichte ganz trotzdem, anders aus. Ja. Dann wäre das ja unangenehm. Dann würdest du denken, boah, scheiße, jetzt verlieren wir schon wieder und dann ist so eine Spirale. Jetzt, ganz ehrlich, Leute, ich will es auch nicht zulassen, aber da geht was, Leute. Da geht wirklich was. Und stellt euch einfach mal ganz kurz vor, wie die Euphorie sich drehen würde, wenn die Eintracht die Dortmund jetzt weghaut und 16 Punkte hätte und da vorne drin fest drin hängt und du hast Dortmund geschlagen. Und dann fährst du nach Mainz, da hast du auch noch nicht verloren. Also ich habe richtig Bock drauf, meine Güte. Also das wird geile Stimmung wird's werden, das wird ein geiles Spiel. Die Eintracht sieht gegen Dortmund zu Hause in den letzten Jahren nicht immer so ganz so schlecht aus. Und Dortmund ist hinten auch nicht so sattelfest. Also ohne jetzt mich zu sehr in Euphorie zu reden, da ist zumindest was drin, sag ich mal. Bin ich voll bei dir. Und es dürfen überhaupt nicht so Gedanken aufkommen, weil du hast jetzt ja schon wieder medial teilweise dann, die Leute reden es auch ein bisschen klein. Ich finde es auch, dass man sehen muss, 13 Punkte haben wir super gemacht. Klar hast du nur 6 Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Ja, aber du hast man muss auch nicht immer alles schwarz sehen. Auf Platz 1, also von daher... Genau. Noch eine kurze Anmerkung zu Basti. Bevor man nach Mainz fährt, fährt man noch im Pokal nach Schweinfurt. Mhm. Ja. Können wir gleich noch drüber sprechen. Genau. Mhm. Aber jetzt erstmal Dortmund, die jetzt ja auch nicht so einwandfrei brilliert haben in der Bundesliga, knapp verloren gegen irgendeinen anderen Verein da. In der Champions League auch nur unentschieden gespielt. Sokratis darf am Samstag dann auch von der Tribüne aus zugucken. Also ja ist also, vielleicht auch nicht so gerade so der optimale Lauf für die, auch wenn sie gerade vorne stehen. Also ehrlich gesagt, also mich nervt vieles. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt wird schon wieder der Peter Bosch kritisiert, der Trainer von denen. Leute, macht doch echt mal halblang, ja? Da gibt's, das ist eine Mannschaft, die sich auch einigermaßen erstmal strecken muss. Natürlich sind das alles tolle Spiele, aber die haben auch einige klasse Spiele abgegeben und die haben halt den großen Fehler, dass sie nur einen absoluten Mittelklasse-Torhüter haben. Ja, das ist, glaube ich, das größte Manko. Und das sage ich aber euch allen schon seit Jahren, und das weiß auch, muss eigentlich jeder wissen, du brauchst um in der Liga zu bestehen und einigermaßen gut zu brillieren, brauchst du einen richtig geilen Torhüter. Das ist halt einfach so. Und Bürki war nie der richtig geile Torhüter. Dass Dortmund halt irgendwie damit trotzdem mitgeschwommen ist, weil sie halt einen Kader haben, der es trotzdem einfach zulässt. Okay, aber in Phasen, in denen es halt nicht hundertprozentig läuft, merkst du halt, dass diese 5% des Top-Torhüters einfach fehlen. Ist halt einfach so. Muss man jetzt mitarbeiten, werden die auch mitarbeiten. Aber die hatten aber auch ehrlich gesagt mit Roman Weidenfeller auch nur einen Torhüter, der nur 2-3 Jahre richtig geil war. Genau, und danach halt auch viel gefallen Glück hatte. Ist wie eine Bahnschranke. Also insofern, ich will noch mal ganz kurz, sorry, jetzt versuche ich das gerade wieder zurückzurudern, aber im Endeffekt ist es trotzdem eine starke Mannschaft. Ja, aber, definitiv. Aber der Vorteil ist, ich meine, bei allem Gerede, das ist trotzdem eine geile Mannschaft. Und ich denke, die werden trotzdem am Ende der Saison sich gut positionieren. Aber der große Vorteil, den die Eintracht hat, ist Dortmund. Die spielen bei uns. Und Dortmund hat immer mäßig ausgesehen in Frankfurt. Und jeder hat Bock auf das Spiel gegen Dortmund. Das ist, was ihr eben gerade gesagt habt, das Allergeilste. Es kann nichts passieren. Wir fahren am Samstag in dieses Spiel, wir fahren am Samstag in dieses Stadion und wir haben alle einfach nur Bock, weil, hey, wenn wir verlieren, verlieren wir. Kein Drama, weil es ist Dortmund, aber wir haben immer die Möglichkeit, trotzdem was zu holen. Und das ist so immer mehr draus machen. Ja, und das ist dieser große Vorteil, den wir haben. Und den müssen wir mit ganz viel Laune und Bock einfach wirklich nutzen. Ja, ich denke es nämlich auch. Ich will auch gar kein Gelaber hören, wie der Dennis gesagt hat, ja, 6 Punkte dahin, wie die Leute, ich weiß gar nicht ganz genau. Also ich war natürlich auch enttäuscht, als die Eintracht gegen Augsburg und Wolfsburg verloren hat, aber ich habe das Gefühl, viele sind echt irgendwie unverhältnismäßig unzufrieden. Aber der Marvin hat es ja beschrieben, das scheint ja nicht nur ein Frankfurter Problem zu sein, weil in Dortmund verstehe ich es auch nicht. Mein Gott, was waren das jetzt? 3 etwas schlechtere Spiele, dieses Freak-Spiel gegen Leipzig. Die haben nur gegen Leipzig die Saison, glaube ich, verloren in der Bundesliga. Dann spielen die jetzt mal 1-1. Und wie der Marvin sagt, das ist ein, du kommst von Tuchel, der ein komplett anderes Spielsystem hat als Bosch. Und wie viele Spieltage sind es jetzt? 8 waren es jetzt, oder? Ja. Das ist der 8. Spieltag gewesen. 8. Spieltag ist jetzt rum, genau. Genau. Da kannst du doch nicht, da kannst du doch keinen Trainer kritisieren, der in 8 Spielen dann halt einmal verliert und dann steht in der Zeitung, ja, Peter Bosch kann nicht gegen große Vereine gewinnen, wo ich mir denke, wie viel Stichproben haben die denn genommen? Bei 8 Spielen oder sagen wir noch 4 andere Pflichtspiele, da wollen die eine Stichprobe sagen, ja, der kann das nicht hier. Das hört sich an, als wäre der schon seit
4 Jahren in Dortmund und die haben ein Problem damit, irgendwie gegen Große zu gewinnen. Das ist mir teilweise auch, geht mir das auch ehrlich gesagt zu schnell. Und ich, Dortmund ist eine gute Mannschaft, die mit Sicherheit nicht so schlecht ist, wie sie gerade dargestellt wird. Die ist aber auch nicht so gut, dass wir jetzt sagen müssen, okay, wir können vorm Spiel schon aufgeben und schon jetzt unsere Spieler, sondern das kann wieder diese fast schon, ich will es jetzt fast schon typische Eigendynamik bei Heimspielen in Dortmund annehmen, genau, wo am Ende das Stadion wegfliegt. Ja, und ja, genau das ist drin, ja. Genau das ist es. Aber nochmal ganz kurz zu dem anderen. Mich nervt das. Mich kommt, also ich weiß nicht, in welcher Welt wir uns bewegen, dass mittlerweile nach dem achten Spieltag schon jegliche Trainer in Verruf geraten. Also wir müssen uns echt mal überlegen, wo sind wir denn hier eigentlich? Also ich meine, jemand wie Bosch, der kommt jetzt daher, der hat auch letztes Jahr übrigens nicht die Meisterschaft geholt. Und er ist auch kein Champions-League-Sieger geworden. Also ich meine, also der kommt jetzt daher mit einem Erfolg, der moderat war, was hat eine Visitenkarte, die akzeptabel ist. Aber man muss jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Ich weiß nicht, was ist, wie absurd ist dieses Fußballgeschäft, dass es mittlerweile immer gang und gäbe ist, dass wenn Vereine nicht auf der Eins stehen, dass das alles kritisiert wird. Aber sie stehen auch auf der Eins. Ja, aber du weißt, ja gut, okay, das ist ja das. In der Champions League nicht, in ihrer Tabelle, in der 1. Und wenn du dann guckst, dass sie gegen Tottenham und gegen Real halt verloren haben. Ja, eben. Da haben auch schon andere verloren. Also gegen Real Madrid, das war auch so krass. Die verlieren zu Hause 1-3 gegen Real Madrid. Und dann ist da dann so, oh, das geht ja nicht. Wo ich mir denke, Leute, was bildet ihr euch denn ein? Also, weißt du? Genau, das ist es ja. Und also das nervt mich. Und da, also ich weiß nicht, da muss... Das war bei Bayern auch so, ehrlich gesagt. Das ist so ein Allgemeiner. Du kannst bei Bayern auch die Schablone drauflegen. Mhm. Wenn ich jetzt höre, wie die Bayern-Spieler und Verantwortlichen sich gegenüber Ancelotti äußern, das ist für mich dermaßen respektlos, ehrlich gesagt. Krass, auch unprofessionell. Unfassbar unprofessionell. Ja. Das ist unglaublich. Also wir kommen ja später noch dazu, Lothar Matthäus, und dann äußern sich solche Leute. Dann muss ein Ancelotti, der wirklich ein sehr renommierter Trainer, würde ich jetzt mal sagen, ist, der auch schon den einen oder anderen Titel gewonnen hat oder so, der unter jedem seiner Ex-Spieler ist, wurde respektiert. Der muss sich jetzt von Lothar Matthäus und Bratzo und Thomas Müller anhören, wie schlecht er doch ist. Also da hätte ich arge Probleme mit. Ja. Da hätte, glaube ich, jeder arge Probleme mit. Ja, aber trotzdem, der Eintracht kann das ja alles recht sein. Die sollen eben, die Leute ruhig. Die sollen sich ruhig schlecht reden, die sollen noch eine Woche weitermachen. So. Genau. Die Eintracht kann da zuschlagen. Und das ist super. Ich meine, die Eintracht hat da eine absolut gute Situation aktuell. Und wenn es jetzt bei Dortmund ein bisschen kriselt, dann soll mir das auch recht sein. Aus irgendeinem Grund kriselt, whatever. Aber die Eintracht hat hier alle Chancen. Im Endeffekt kann nur alles richtig laufen. Selbst wenn wir 0-3 Eier unter den Sack bekommen, ist es auch nicht aller Tage Abend. Also überhaupt kein Leben. Ja. Passt. Spielsystem. Mit was spielen wir denn? Dreierkette, Viererkette, Fünferkette? Ja, mal ganz ohne Abwehr. Was hätte der denn gerne? Ich würde mit Viererkette und Palett darf wieder, ne? Palett darf wieder. Puh, ja. Ist der Lehrer wieder fit? Stendera, glaube ich, nicht wieder fit. Nee, krank. Immer noch, okay. Ja. Den hat es schwerer erwischt, hat er gemeint. Okay. Also der wird wahrscheinlich nicht fit werden. Nee. Ja, dann ist es bisschen schlecht. Ja, du musst halt immer wieder, improvisieren. Das ist so wie der typisch Das war ja in Hannover so ein Déjà-vu, da spielt plötzlich wieder Gacinovic auf der 6, beziehungsweise Boateng im Wechsel. Ich würde tatsächlich dann wahrscheinlich mit Viererkette spielen und Boateng und Hasebe auf die 6 stellen, ehrlich gesagt. Viererkette heißt Abraham, Fallett, Williams, Chandler. Chandler, okay, ja. Davor Boateng. Hasebe. Boateng und wer? Hasebe, wirklich? Okay. Mhm. Und dann, ja gut, dadurch, dass Boateng vorne fehlt, würde ich, das ist jetzt eine gute Frage, wen würde ich nehmen? Vielleicht würde ich dann tatsächlich mal Jovic auf die 10 nehmen. Und Gacinovic mit Rebic ist für mich keine Diskussion. Jovic war ja das letzte Mal gar nicht im Kader, ne? Also, Das heißt, Gacinovic wieder auf die Außen und Wolf. Also, Gacinovic, Rebic sowieso, die sind bei mir gesetzt. Haller ist auch gesetzt und dadurch, dass Boateng nach hinten rückt ein bisschen, ist diese Zehnerposition vakant. Da würde ich ja vielleicht entweder Hogota oder keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Wie hat euch eigentlich, ganz kurz zum Hannover-Spiel zurück, wie hat euch Barkok eigentlich gefallen? Ich war positiv überrascht teilweise, ehrlich gesagt. So einzelne Szenen haben mir ganz waren gut gefallen. Okay, dafür, Ansätze, dass er so lange auch nicht gespielt hat. Ich glaube, es war der erste Einsatz die Saison und war in Ordnung. War in Ordnung, aber du merkst einfach, der braucht auch noch viel Spielzeit, um da wirklich ins Spiel reinzukommen. Weil du sagst richtig, die Ansätze waren okay, aber mehr konnten wir jetzt auch aus den, glaube ich, 20 Minuten oder was das waren, auch nicht sehen, ne? Es ist fast wie so ein Wiederaufbau des Spielers. Es wirkt alles so, wie als müsstest du, obwohl er jetzt nicht so krass verletzt war oder so, aber als müsstest du ihn gerade wieder neu aufbauen. Die Puzzleteile müssen gerade erst langsam wieder zusammengesetzt werden bei Barkok. Und dafür war es sicherlich eine gute Sache. Ne? Aber trotzdem würde ich jetzt nicht den Fehler machen und ihn jetzt von Anfang an bringen. Also ich denke, da sind wir weit entfernt. Nee. Ja. Naja, gut, ansonsten würde ich es auch so machen. Ich finde die Idee mit Jovic jetzt mal grundsätzlich nicht verkehrt. Hast du Willems reingesteckt? Ja, hat er. Mhm. Aber. Okay. Ja, dann. Ja. Da, wo oder, für wen kommt jetzt Jovic nochmal? Weil wir haben doch hier vorne Rebic, Haller und. Würde in dem Fall von der Logik her dann für Wolf kommen. Aber was ist denn dann mit dem Gasinovic, wenn der Hasebe nach recht, vorne rückt? Der spielt rechts außen. Nicht mehr. Also, du hast eine Viererkette, eine Doppel-Sechs. Also, du spielst quasi 4-2-3-1. Mhm. Ah, ja, okay. Hasebe Boateng ist quasi die Doppel-Sechs. Mhm. Dann hast du die offensive Dreierreihe mit Gacin und Jovic. Ja, und dann vorne. Okay. Und ganz vorne also Haller als Mittelstürmer. Weil mich wundert es halt, dass Jovic von letztem Mal gar nicht im Kader war. Dementsprechend, was ist mit dem Gutmann? Wäre für die 10 auch noch eine Option? Was war der jetzt am Wochenende? Ja, oder du machst halt vorne, lässt du die 4, wie wir sie letzte Woche gesagt haben, und machst halt De Guzman neben Hasebe. Das könnte man auch noch überlegen. Ja, das kann man überlegen, aber bin ich noch nicht so, würde ich fast eher so mal überlegen, mal Bezuschkow mal wieder reinzutesten. Oder Bezuschkow, das stimmt. Also Bezuschkow würde ich immer so, weil es eine Wildcard ist und ich glaube, dass die Dortmunder gerade den da nicht so auf dem Zettel haben, vielleicht mal so für 45 Minuten probieren, würde ich fast eher besser finden als De Guzman, weiß ich nicht genau. Also ich meine, Bezuschkow ist ja wenigstens regelmäßig auf der Bank. Also das kommt drauf an, im Endeffekt wird uns auch Niko Kovac wieder überraschen. Weil der probiert schon selber viel mit seinen Spielern. Ne? Ja. Aber grundsätzlich ist die Ansetzung, wie du sie jetzt mal vorgeschlagen hast, gar nicht verkehrt. Mit Jovic würde ich grundsätzlich auch mal ganz nett finden, aber spricht halt nichts dafür, weil er halt jetzt beim letzten Mal noch nicht mal auf der Ersatzbank war. Ja. Also, aber der war auch leicht verletzt, das darf man auch nicht vergessen. Jovic war jetzt, der war halt auch nur deswegen nicht da, weil er, glaube ich, was hat er denn gehabt? Hat er nicht irgendwie so eine Verhärtung oder so? Ich würde sagen, hat er denn irgendwas in der Wade oder sowas? Ja, ich glaube, der war krank einfach. Ich meine, irgendwas da auch gelesen zu haben. Ja. Ich glaube trotzdem tendenziell eher an Wolf als an Jovic jetzt auch in Dortmund wieder. Ja, ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Ich meine, Wolf hat sich ja wenigstens durch eine akzeptable spielerische Leistung einigermaßen empfohlen. Ne? Ja. Wäre vielleicht auch kein allzu schlechtes Zeichen, wenn man da irgendwie ihn da nicht direkt wieder rausnimmt, wobei ich schon denke, dass Kovac das einfach hier auch sauber moderieren kann. Aber am Ende, wie du schon sagst, er wird uns da mit einer Aufstellung, denke ich, schon wieder überraschen, der wird da noch ein bisschen was ausprobieren und so den ein oder anderen Trumpf da aus dem Ärmel ziehen. Mhm. Ihr denkt aber auch, dass Fallett für anstatt Salcedo spielt, weil ja Salcedo auch das letzte Mal wieder für ein paar Minuten zumindest auf den Platz kam. Ja, ich gehe trotzdem eher davon aus. Scheinbar wird er erst dran geführt, je nachdem, was da passiert ist, keine Ahnung, aber gut. Er scheint, also wenn Russ ihm noch vorgezogen wird, dann dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Sehe ich genauso. Ich denke, in der Hierarchie ist Svalett auch weiter vorne. Ja. Ne? Und ich denke, das ist aber auch irgendwo schon begründbar, auch wenn es viele kritische Stimmen gibt und Svalett jetzt vielleicht auch nicht der Feinmotoriker ist, aber er hat ordentliche Spiele gemacht und ich glaube, es ist auch durchaus akzeptabel, ihn weiter vor Salcedo zu hängen. Ist ja dann auch für uns eine Luxusposition, wenn sich dann jemand wie Salcedo erstmal wieder anbieten muss. Aber ja, genial, auf jeden Fall. Aber auch so ein kleiner Unsung-Hero ist, ehrlich gesagt. Ist Abraham, finde ich. Ja, definitiv. Also Abraham, das ist, den würde ich jetzt ungern irgendwie verletzungsbedingt nicht dabei haben, irgendwann. Also der muss. Ist also gerade den haben wir im Pokal nicht dabei, oder? Genau, stimmt. Ja, gut, du Schweinwurst als Reiche, gell? Nee, aber ist er nicht für zwei oder ist er nur für ein Spiel gesperrt? Ah, okay, gut. Ich meine nur für eins, ich bin mir aber gerade nicht sicher.
Aber gut, gut. Da gucken wir dann mal, was also kommt. Gegen Schweinfurt ist er auf jeden Fall nicht dabei. Das ist schon mal, das ist das klar. Das können wir hoffentlich verschmerzen. Ja gut, sollte, okay, aber also ich meine generell in der Bundesliga ist er jetzt schon einfach momentan eine relativ starke Stütze da hinten in der Abwehr, macht einen mehr als soliden Job und führt auch sehr viele Zweikämpfe und hat bislang auch glaube ich keine einzige oder nur eine gelbe Karte, und das allein für die Anzahl der Zweikämpfe, die er macht, ist er da halt schon einfach recht ordentlich unterwegs. Richtig also, stark. Den da momentan nicht im Kader zu haben, das wäre, glaube ich, schon so ein bisschen wirklich ein Problem, wie Basti schon sagt. Stimmt. Ja, ja, wollen wir dann nochmal gerade über den Pokal reden, weil der ist ja nächste Woche Dienstag und klaut uns quasi damit so ein bisschen den Sendeplatz hier an dieser Stelle. Ja, Schweinfurt ist, glaube ich, jetzt kein Gegner, den wir großartig fürchten sollten an der Stelle. Nee. Ja, du musst gewinnen, nicht überheblich hinfahren, sonst wird's nix, aber eigentlich ist die Marschroute, das sollte auf jeden Fall für auch Spieler mal ein Tableau sein, wo sie sich zeigen können, Spieler vielleicht auch, die ein bisschen rangeführt werden sollten, wie so ein Salcedo, würde ich normalerweise gerne auch im Pokal sehen. Ist natürlich die Frage, geht ihr da mit oder sagt ihr, lieber dann wirklich eingespielt, und wir müssen natürlich auch ein bisschen mit der Kraft gucken, wie packen es die Spieler auch die nächsten Runden, eben. Dann ist es doch dann am nächsten Samstag dann gleich wieder. Freitag. Du musst auch noch Freitag sogar spielen. Dass du da vielleicht den einen oder anderen Spieler, weil wen ich jetzt auch komplett vergessen habe, als ich diese vakante Zehnerposition besprochen habe, ist Kamada, ehrlich gesagt. Stimmt. Den habe ich auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil der jetzt ja auch in den Spielen, wo er dabei war, jetzt auch nicht so der Held. Ja, aber das ist ja einer, war. Das ist, glaube ich, einer, der braucht Ähnliches wie Barkok. Der braucht trotzdem Spielpraxis und Spielhärte auch, glaube ich. Ich glaube, was er braucht, ist diese, der muss so ein bisschen, ich glaube, fußballerisch ist er gar nicht so schlecht. Der spielt auch kluge Pässe, aber der muss sich wahrscheinlich so ein bisschen an die Geschwindigkeit und die Härte gewöhnen. Und das vielleicht könnte es in Schweinfurt ganz gut sein für so Spieler. Und Besuschkow auch, wenn er jetzt gegen Dortmund nicht unbedingt reinkommt, dass so Spieler, die. Weil Besuschkow war ja einer, ich glaube, der ist ein bisschen unglücklich gelaufen für ihn. Weil er so ein bisschen so ein Gewinner, in Anführungszeichen, der Vorbereitung war. Und dann hat er sich verletzt. Und vielleicht kann er jetzt nochmal einen neuen Anlauf starten, weil das ist ja auch ein Spieler. Ja, den haben wir jetzt, der konnte sich noch nicht so viel präsentieren, aber der hat teilweise auch ganz gute Ansätze gezeigt, dass er zumindest auf der Sechserposition mindestens ein guter Fußballer ist, sag ich mal. Vielleicht können wir dieses Spiel dafür nutzen, den einen oder anderen da reinzuwerfen. Und also ich würde genau Qualitätsverlust. Das, wirst du ja tun müssen, also gerade auch mit dieser engen Spielwoche, da geht halt einfach schon eine ganze Menge an Energie raus. Ja. Aber du kannst es doch auch machen. Also ja, ich meine, Schweinfurt ist jetzt halt auch, also du musst hier gegen Schweinfurt gewinnen, und jetzt, man kann jetzt immer so tun, ja, das kann nee, seine eigenen Gesetze, nee. Bla bla bla. Aber Leute, die sind, glaube ich, Tabellenvierter in ihrer Liga oder Tabellenvierter, Tabellenfünfter. So, Leute, haben wir eine Kirche im Dorf. da kannst du ruhig mal auswechseln, da kannst du Leute wie Kamada oder auch wirklich Barkok von Anfang an spielen lassen. Hast ja trotzdem noch eine gute Anfangsformation. Ja, je nachdem. Und dann musst du das Ding 2-0 nach Hause schaukeln. Und dann haben die auch wieder Spielpraxis bekommen. Der ein oder andere hat sich vielleicht positiv empfohlen für weitere Aufgaben. Das sollte das Ziel sein. Da brauchst du nicht mit der 1A-Aufstellung hinfahren. Die brauchst du dann wieder gegen Mainz. Die brauchst du definitiv wieder gegen Mainz, ja. Trotzdem aber doch nur Spieler, die wirklich fit sind, weil gerade so eine Mannschaft wie Schweinfurt ja nur über die Härte irgendwie ins Spiel kommen kann oder uns das Spiel kaputt machen kann. Und gerade wenn du Spieler hast, die etwas anfällig sind oder die auch gerade aus einer Verletzungspause kommen, die sollte man da auf jeden Fall nicht, um sie da ranzuführen in so einem Spiel oder die anderen zu entlasten, bin ich immer kein Freund von, weil gerade so kleine Mannschaften doch immer ein bisschen, ja, um überhaupt irgendwas reißen zu können, wenn die uns schon gut auf die Knochen gehen müssen. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Aber die Eintracht hat ja genügend Spieler, die jetzt noch nicht die Praxisphasen bekommen haben und trotzdem fit sind. Ne? Ich wollte gerade sagen, der Kader ist ja mit über 30 Spielern ist der ja groß genug, also da solltest du ja schon, auch wenn die Verletzten und das abziehst, noch genügend Auswahl haben, und wir reden ja jetzt nicht davon, die ganze Mannschaft auszutauschen. Ja, finde ich vielleicht gar nicht verkehrt. Also der wird sicherlich auch ein bisschen Spielpraxis jetzt einfach brauchen. Und da kann so ein Spiel, wo dann vielleicht auch mal die Chance hast, irgendwie 1-2 Buden zu machen, bringt ja dann auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen und ein bisschen Energie, um sich dann im Training da wieder ein bisschen anzubieten. Warum nicht?
Ja, aber ohne Scheiß, was wir auch nicht, was wir mal konstatieren müssen, ist, Marvin hat es ja vorhin gesagt, dass wir sind ja auch nicht mit der A11 ins Hannover-Spiel gegangen, weil wir auch schon wieder so viele Ausfälle haben. Rote Karte, Fernandes ist verletzt. Und trotzdem haben wir irgendwie einen Kader, wo wir zufrieden sind, wenn der auch und der auch mal reinkommt. Ja. Wo ich früher die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätte, wenn sich nur zwei verletzen, denke ich, ja, wir sollen jetzt spielen. Jetzt ist es so, dann bleibt der Guzman halt mal draußen, weil er uns nicht so gut gefallen hat, dann probieren wir mit dir. Also du hast schon diese Breite, die jetzt im Kader ist, die beruhigt mich schon arg, ehrlich gesagt. Hm. Stimme ich zu. Das ist definitiv. An Qualität, ja. Du hast wirklich Spieler, die mal auf der Bank oder gar nicht in den Kader schaffen, die aber auf jeden Fall locker das Niveau haben, um auch Bundesliga zu spielen. Und das muss man wirklich manchen Spielern aus der Vergangenheit absprechen. Das ist definitiv lange nicht so, ja. Naja, gut. Dann, das ist wieder jetzt für die ganzen Hörer, es ist jetzt wieder langweilig, wenn wir hier alle zufrieden sind, gell? Hört wieder keiner zu. Mir doch wurscht. Tippen müssen wir noch. Machen wir erstmal Dortmund. Was sagt ihr denn gegen Dortmund? Ja, gegen Dortmund sage ich ein knackiges 2-2. Basti? Oh, ich traue mich nicht. Ich sag, du traust dich nicht, dann traust du dich. Die Eintracht gewinnt 2-0. Eintracht gewinnt 2-0, sagt der Basti. 2-0. Ich sage ein dreckiges 1-0 durch die Eintracht. Du sagst ein dreckiges 1-0. 3-2, sag ich jetzt mal. Ja, dann drehe ich am Rad, wenn die Eintracht in der kurzen Schuss wieder 3-2 macht, dann war es das für mich. Dann esse ich dem Marvin seinen Kopf ab im Stadion. Okay. Grüße. Er kriegt, glaube ich, gerade ein bisschen Angst. Das klang zumindest so. Vielleicht solltest du da auf Abstand gehen. Naja. Rebic diesmal irgendwie aus 57,5 Metern mit einem Dropkick. Nein, der Prinz ist mal wieder dran. Der Prinz, über den Prinz haben wir nicht geredet. Ich finde auch bei ihm gut. Der war jetzt nicht so auffällig, hat aber ein paar gute, lange Bälle gespielt, finde ich. Und man muss auch sagen, den kannst du echt überall einsetzen. Also der hat auf der 6. Position hat er gespielt. Sturm auf der 10, auf der 8, auf der 6. Nächste Woche spielt er irgendwie als linker Verteidiger und übernächste Woche Tor. Es wurde ein bisschen über ihn diskutiert, aber ich denke, kann man auch gar nicht rausnehmen. Ich glaube, das ist... Er hat eine geile Präsenz auf dem Platz. Du kannst ihn nicht rausnehmen. Du brauchst ihn für die Präsenz, für den Spielaufbau, für das Mannschaftantreiben. Und sind wir mal ganz ehrlich, der spielt jede Woche auf einer anderen Position. Der ist jetzt irgendwie das 8. Mal jetzt hier wieder in der Bundesliga unterwegs. Und vielleicht muss man auch an der Stelle einfach mal so ein bisschen seine persönliche Erwartungshaltung gegenüber dem Spieler und der Mannschaft einfach auch bedenken. Ja, aber was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, über alle coolen Sachen, über die wir gesprochen haben, dass wir das Gefühl haben, Haller kommt langsam, Williams kommt langsam, alles, Gacinovic, Rebic ist jetzt auch gut. Boateng, diese Momente, also Boateng hat seine speziellen Momente noch nicht verblasen. Also die können auch noch kommen. Ja. Also Boateng hat diese paar Dinger, die er auch immer drin hat. Auch vielleicht kommt es gegen Dortmund jetzt. Vielleicht packt er gegen Dortmund irgendeine Granate aus und dann ist er derjenige mal, der das Spiel entscheidet. Also momentan, was die Spieler bei der Eintracht betrifft, ich glaube, so zufrieden war ich echt in den letzten Jahren lange, lange, lange nicht, ehrlich gesagt. Ja. So, dann dürft ihr jetzt noch Ergebnis für Schweinfurt abgeben, Dr. Marvin. Ja, 3-0. Ich sag 2-0 für die Eintracht. 2-0. Dennis? Kantersieg 5-0. Ich hab mir ein 4-0 aufgeschrieben. Man dachte schon, das wäre hoch, aber 5-0? Ja, gut, da musst du ja super. Wie abgesprochen. Das ist wie abgesprochen. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Ja, und am Ende wird es irgendwie so ein 9-1 oder sowas. Ja, für Schweinfurt. Für Schweinfurt. Ja, genau. Das glaube ich nicht. Ja, aber das müssen sie, also da führt kein Weg dran vorbei, das Ding rüber zu retten und vor allen Dingen auch in der regulären Spielzeit, also gerade auch bei dem engen Spielplan, so Verlängerung und Elfmeterschießen, den Kram darfst du dir da halt gar nicht einfallen lassen, weil das bringt dich echt, macht dich kaputt in der Woche. Aber wir brauchen auch keine Elfmeterschießen gegen einen Karnevalsverein, ey. Nein. Was ist denn hier los? Immer noch die Eintracht, verdammte Scheiße. Ja, genau, deswegen. Mann, Mann. Nee. Ich habe auch keine Lust auf so eine Saison. Einfach mal, wir können doch jetzt einfach mal solide, ruhig das Ding einfach mal zu Ende spielen. Auf jeden Fall. Ich meine, guck mal, wir sind auch nicht
ich meine, wenn ich schon wieder sehe, wie die Hertha hier rumdeletiert, gegen Lugansk noch nicht mal, also die kriegen nichts gebacken, meine Fresse. Dieser Europacup ist auch ein an Peinlichkeit kaum zu überbieten, was diese Vereine aus Deutschland da herumdeletieren, meine Fresse, gegen Lugansk, was ist los mit euch? Ja. Mann, Mann, Mann. Köln hat gerade 1-0 verloren, da ist jetzt auch irgendwie schlechte Stimmung. Oh, ist schon Abpfiff, okay. Da ist schon durch, ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das tut mir auch echt leid, ne? Aber also das musst du auch schon mal schaffen, gegen solche Kneipenvereine so beschissen Fußball zu spielen, ne? Ja. Ich warte noch auf das Heimspiel von der Hertha gegen Östersund vor 5000 Zuschauern. Ach, ich hab auch, meinst du, das wären so viele? Ich meine, man muss ja ehrlich sagen, ne? Die Hertha hat ja jetzt auch nicht so viel Glück mit der Auslosung gehabt, ne? Das sind halt auch echt, naja, bis auf Athletic Bilbao sind es halt auch echt Vereine, die können die halt auch echt gestohlen bleiben, ne? Niemand juckt's am Schwänzchen, wenn Östersund hinkommt. Und Lugansk, naja, also da hat jetzt auch noch keiner von geschwärmt, der irgendwie Fußball-Afficionado ist, ne? wird natürlich schwierig, ne? Aber was sie dann abliefern, dass sie nicht einfach mal ganz klar hier die Kasse zumachen, es ist halt auch bitter, ne? Also ich weiß nicht, was die überhaupt im Europacup alle verloren haben. Aber bei der Hertha war es auch klar. Das hat man früh gesehen. Es war ganz klar, wie die sich hier reingestolpert haben im Europacup. Aber nee, ist ja immer akzeptabel, muss ja so gemacht werden und dann wird wieder rumdeletiert. Nervig. Geht mir auf den Sack, aber die ganzen deutschen Vereine sind momentan ziemlich beschissen, was Europa anbelangt. Aber muss man sich auch mal die Frage stellen, womit das eigentlich zusammenhängt, ne? Aber gut, anderes Thema. In der Tat, anderes Thema. Dann lass uns da jetzt auch nochmal zu einem anderen Thema kommen, was Marvin ja eigentlich quasi schon so ein bisschen eingeläutet hat. Wir kommen jetzt zum Dummschwätzer der Woche. Oha. Was soll das jetzt heißen? Wir müssen erstmal auflösen, wer denn letzte Woche gewonnen hat oder von euch da draußen zum Sieger gekürt wurde. Wir hatten Sky, nochmals als Erinnerung, wir hatten Sky für diesen Nagelsmann-Besuch in der roten Jacke, der eine oder andere erinnert sich. Wow, Christian ja. Ortleb für seinen wunderbaren Hundetweet zu Heinkes und dann hatten wir Karl-Heinz Rummenigge, der Heinkes als den perfekten Trainer erklärt hat, weil er ja mit Hund und Katze zu Hause umgehen kann. Und mit, wow. Vor allen Dingen habe ich erfahren, dass diese Katze schon längst tot ist. Das macht es ein bisschen einfacher. Da schickt deinem Hund Sprachnachrichten, habe ich gehört. Ja, so, wer hat gewonnen? Karl-Heinz Rummenigge für die Aussage zu Heinkes. Ja, mit 46,9%. Naja, also sind aber schon, also da muss ich schon sagen, ja, gab, also ich finde eigentlich, Sky hätte es verdient, aber gut, ja, genau. Ich beug mich der Demokratie, ja. Ja, muss man ja. Ja, und wenn das so, okay, naja. Er ist auch diese Woche nicht dabei, das verspreche ich. Was? Okay, sehr gut. Kalle oder Sky? Karl-Heinz Rummenigge. Okay. Dann habe ich hier schon zwei Sachen auf dem Zettel stehen, bevor ihr loslegen dürft. Und zwar haben wir einmal die Bild-Zeitung. Und die ist quasi gleich zweimal nominiert, nämlich einmal von einem Hörer, der sie nominiert hat für diesen wunderbaren Hertha-Beitrag zum Wochenende wegen diesem... Ja, da können wir schon die Person nennen, glaube ich. Julian Reichelt ist auf jeden Fall eine Person, die mir nicht so gut gefällt, sage ich mal. Das können wir ihn schon auch persönlich ansprechen. Ja. Genau, da ging es um diesen Hertha-Beitrag mit diesem Hinknien vor dem Spiel für diese Solidaritätsbekundung, wo dann irgendwie mit Politik raus und so weiter, wo ich sage, na, aber so viel Politik ist da irgendwie im Fußball. Also das ist der eine Grund für die Nominierung und ich fand es irgendwie sehr erschreckend, als ich heute Morgen diese Schlagzeile irgendwie auf Twitter vorbeifliegen sah zu diesem Heinkes-Ding. Siege, ja, endlich gewinnt der FC Bayern wieder Deutsch, wo ich mir denke, nee Leute, ihr habt den Knall echt noch nicht gehört. Geht sterben. Das ist übel alles, ey. Das mit dem Jupp Heynckes, das geht mir auch schon nach 10 Tagen schon wieder auf den Sack, ehrlich gesagt. Die haben gegen Freiburg und gegen Celtic gewonnen. Die tun so, als hätte der da so was weiß irgendwas erreicht schon. Ich find's so gut. Das war gegen Freiburg daheim und gegen Celtic. Der Jupp ist wieder da. Aber der Müller trifft doch wieder. Also von daher ist ja, der alles wieder gut. Auch wieder in die Kamera. Den könnte ich auch eine. Ja, gut, aber der hat auch nur getroffen, weil es keine Möglichkeit gab, dem Ball zu entschwinden. Nee, ne? Das war ein Abpraller. Also, ja, genau. Also, er hätte umfallen können, dann hätte er es vielleicht nicht geschafft. Aber Leute, das sind die typischen Mechanismen. Das ist doch ganz klar. Natürlich hast du jetzt die Möglichkeit gehabt gegen zwei relativ schwache Gegner. Also ich meine, Freiburg ist leider auch nicht so richtig geil aktuell.
Und Celtic ist dummerweise absolutes Fallobst. Auch der, trotz der Tatsache, dass ich die emotional total lustig und cool finde, aber die Mannschaft hat genauso wenig im Europäischen oder in der Champions League was zu tun. Da könntest du jetzt, da könntest du auch Fortuna Düsseldorf jetzt hinstellen. Das ist dummerweise genau die Qualität. Die schottische Liga ist halt absolut Fallobst. Da kannst du froh sein, wenn sich da einer mal aus irgendeinem Grund gegen, gegen die, den Maltesischen und den Vertreter aus Andorra qualifiziert und dann irgendwie in die Champions League sich duselt. Ja, aber das hat nichts damit zu tun. Und dass die halt jetzt, und dass die halt jetzt gegen die Bayern logischerweise verlieren, so kannst du natürlich dem neuen Trainer auch einen richtig guten Start präsentieren. Das ist ja okay und das akzeptiere ich, aber gegen die, also hätte halt auch Ancelotti gewonnen, so, weißt du, das ist halt einfach so. Aber was soll man dazu sagen? Wir haben ja das Thema Bild-Zeitung. Genau. Und da finde ich es richtig, dass der Basti da den Ancelotti, sage ich schon, nee, den Julian Reichelt angesprochen hat. Naja, gut, er ist ja immerhin, ist ja einer der Chefs der Bild-Zeitung. Und ja, den kann man da mal persönlich ansprechen. Abgesehen davon, natürlich kann man Dinge differenziert betrachten. Und natürlich kannst du jetzt den Kniefall der Spieler von Hertha BSC auch irgendwie differenziert betrachten, weil natürlich ist es halt so, das ist natürlich auch abgestimmt mit deren Marketingagentur und so weiter und so fort. Trotzdem machen die das Spieler ja trotzdem mit einem gewissen Antrieb, ja. Und das, ich finde, das ist was Positives. Und Julian Reichelt, dass er sich nicht durch durch differenzierte Aussagen in der letzten Zeit hervorgehoben hat, das wissen wir ja alle. Ja. Das ist ja wieder Marvin sagt. Man muss es auch nicht so toll finden, wie es gemacht wird. Aber auf die Art und Weise, wie er das kritisiert hat, geht das halt gar nicht. Der irgendwie sagt, das wäre respektlos vor der amerikanischen Flagge und allen Soldaten, die in irgendwelchen Friedenskriegen gefallen sind. Aber was hat der denn das für eine Ahnung? Was hat der denn dahingehend für eine Ahnung? Ich meine, das ist ein Brandstifter einfach. Das ist einfach ein Troll, der halt eine wichtige Position hat und der einfach Stress machen will. Das ist halt einfach unfassbar eigentlich. Aber das Ärgerliche, weil, wisst ihr, Leute, das Ärgerlichste, was ich eigentlich darin empfinde, ist die Tatsache, dass das halt trotzdem massiv geteilt wurde. Und da liegt ja der eigentliche Fehler drin. Mhm. Dass wir sagen, ja, guck mal hier, was hat der für einen scheiß Artikel geschrieben? Du, in 3 Tagen ist es halt, dann ist natürlich klar, dass es ein Vollpfosten ist. Aber was hat er erreicht? Er hat damit erreicht, dass so viele Leute seinen Artikel empört geteilt haben und dass es die Klicks halt trotzdem gab. Und genau das ist der Fehler. Das heißt, wenn ich dann den von Reichelt dann einfach sage, der hat halt einen schwachen Artikel geschrieben, aber Leute, klickt einfach nicht drauf, dann tue ich den Leuten viel mehr weh, als wenn ich es empört teile und trotzdem genau jeder, weil ich nicht in der Lage bin, das vielleicht für mich differenziert genug in einen Tweet zu packen. Das ist das, was wir dann machen sollten. Und nicht halt, dass wir den Leuten noch Futter geben, damit sie draufklicken, weil dann hat er im Endeffekt doch gewonnen. Und das wollen wir ja vielleicht auch nicht. Ja, das stimmt. Ist in der Tat guter Punkt, Marvin. Ja. Leider richtig, ja. Genau, da haben wir noch eine Hörernominierung. Die haben wir letzte Woche leider liegen lassen, deswegen ziehen wir die jetzt hier nach. Und zwar wird nominiert der Norddeutsche Fußballverband. Und zwar für diese Aktion, die da gelaufen ist zwischen Cottbus und Babelsberg. Für diese Strafe, die man Babelsberg dann da aufgebrummt hat, weil man sich gegen die dann doch latent rechten Fans aus Cottbus da ein bisschen aufgestellt hat. Die latent rechten Fans. Ich wollte jetzt freundlich ausdrücken. Ja. Mhm. Weiß, glaube ich, jeder, was. War das mit dem T-Shirt? Nee, das war was anderes. Das war diese Platzsturm- und Pyro-Geschichte, wo ja während des Platzsturms sehr eindeutig Nazi-Symboliken und Zeichen gezeigt wurden und ein Fan des SV Babelsberg sich dann bemüht hat, scheiß Nazis zu rufen und dafür der Verein dann jetzt eine Strafe aufgebrummt bekommen hat. Vollkommen so richtig. Warum macht man sowas? Warum positioniert man sich auch gegen Nazis? Genau, also kann man nicht einfach. Kann ja jeder kommen. Nachher darf auch noch jeder wählen gehen. Genau, das sind die 2 Nominierungen, die wir schon auf der Liste stehen haben. Und Basti hatte ja die Hausaufgabe, Doppelpass zu schauen. Ich habe es tatsächlich getan für dich. Die komplette Zeit? Ist mir nie, nicht ganz. Ich habe es nicht ganz geschafft. Wie viel? Ich habe ungefähr so anderthalb Stunden, also eine Stunde aufmerksam, eine halbe Stunde habe ich dann Wäsche gemacht. Und die letzte Stunde habe ich... Musstest du dir die Augen danach ausspülen? Nee, aber man muss ganz, also ich will auch nicht zu sehr immer meckern. Dieser Doppelpass
war sogar gar nicht, also da waren wenigstens zwei Leute dabei, die wenigstens nicht nur Bullshit geredet haben. Das hat so auch nicht dabei? Ich weiß gar nicht genau, wie der Johnny heißt. Wie heißt er denn? Ah. Mir fällt der Name nicht ein, ich werde es nachreichen. Auf jeden Fall, ich habe natürlich aber auf, eigentlich habe ich es ja nur für einen anderen Podcast geschaut, deswegen habe ich auf die Dummschwätzer geachtet und da hat sich natürlich Thomas Strunz hervorgetan. Ist ja wie unerwartet. Der mit diesem platten Argument, dass Dortmund ja auch Sponsoren hat, Red Bull Leipzig verteidigt hat. Also weißt du so, also dieses von wegen, ja beschwert euch nicht über das Modell cool. Leipzig, weil Dortmund hat ja auch Sponsoren und Dortmund war ja damals auch pleite. Also wo du denkst, ja, ich habe es gestern bei 93 schon gesagt, diese Äpfel und Birnen, die er da vergleicht, die würde ich ihm am liebsten in die Fresse werfen. Aber es bringt halt Applaus in diesem Hotel da, in dem das gedreht wird, ehrlich gesagt. Ja, aber das sagst du mal, Thomas. Aber das ist natürlich, genau die, er klingt wie so eine, Scheibe, die immer wieder von vorne anspringt, weil genau das sagt er übrigens bei jedem Doppelpass, den ich zufällig einschalte oder mehr oder weniger zufällig. Wie kann man da zufällig einschalten? Was passiert nein, euch denn da? Ich guck da auch schon manchmal rein, aus rein journalistischen Gründen, aber, nee, es ist halt, er macht das ja wirklich, es hat ja, wie soll ich sagen, bei ihm schon, ja, warum macht er das? Das ist halt auch wieder der Punkt. Der macht es, damit er überhaupt irgendwie wieder gesprächswertig ist, weißt du? Im Endeffekt denkt er das vielleicht gar nicht, aber er macht es, damit er irgendwie im Gespräch bleibt und mal eine kontroverse Position einnimmt, damit man nicht sagt, naja, das ist halt der gleiche Fratzenkarl wie die anderen, so. Weißt du, das ist halt genau der Punkt. Die spielen halt auch alle irgendwo noch ein Spiel und das ist halt, das ist dann gar nicht mit einer gewissen Ernsthaftigkeit gemeint, weil die Argumente, die da gebracht werden, ja fadenscheinig sind. Also ich meine, wenn ich höre, ja, ja gut, das ist halt jeder, was das kriegst du bei jedem Johnny hier, was weiß ich, in Leipzig dann vielleicht auch zu hören, ohne dass du jetzt mal tiefer in die Materie gehst. Aber das ist ja halt so, ne? Ich meine, ich bin aber auch froh, wenn es den einen oder anderen ordentlichen Karl-Heinz da gibt oder so, der vielleicht mal was Ordentliches sagt. Es sind ja auch immer mal wieder Leute da, die schon eine gewisse Ahnung haben. Naja, was soll ich dazu sagen, ja? Aber Strunz, ich glaube, dass der fernab allem Guten ist, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Auf jeden Fall habe ich es geschaut und habe was mitgebracht, René. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Kriegst ein Fleißsternchen. Grüße. Sehr, sehr gut. Und zwar? Ich habe sogar noch einen. Schieß los. Lothar Matthäus nominiere ich. Warum? Grüße. Weil er, also Ancelotti, hat irgendwie war an der Stamford Bridge zu Gast auf Einladung und hat gesagt, ja, er freut sich auf einen schönen Abend mit zwei Champions. Also weil AS Rom war ja auch im Endeffekt ein geiles Spiel. Ja. Und dann hat Lothar Matthäus geantwortet, ja, viel mehr solcher Spiele zu sehen, da hätte er selber für sorgen können. Also so quasi, dass Ancelotti extra nach Chelsea fahren muss, liegt daran, dass er bei München nicht dafür gesorgt hat, dass er selber da große Spiele gesehen hat, das wäre seine Schuld. Ja, das finde ich, ich kann es nicht genau verstehen, wie sich ein Lothar Matthäus, was bildet er sich ein? Also die Vita von Ancelotti, die ist zumindest im Trainerbereich schon ein bisschen größer als die von Lothar Matthäus. Weiß nicht, warum der da auch noch mitbrüllen muss. Auf jeden Fall, für mich hat es auf jeden Fall gereicht, um ihn hier in unsere kleine Familiensendung einzuladen und zu nominieren. Okay. Finde ich absolut verständlich, ja. Ja. Nachvollziehbar. Es ist auch wieder so schade. Ich finde, Lothar Matthäus, ein Mann mit begrenztem Verstand, der konsequent die falschen Entscheidungen trifft. Das ist nicht zu fassen. Verstehe nicht. Warum kann Lothar Matthäus nicht irgendwann mal in sich gehen oder hätte vor 5 Jahren in sich gehen können und sagen, naja, ich habe so viel Scheiße mit irgendwelchen anderen Frauen getrieben, die irgendwie den Fokus weg vom Fußball gelegt haben, dass ich mittlerweile eigentlich nur noch so ein hemdsärmlicher Aufschneider bin, ja, der von seiner eigentlichen Fußball, ja, wie soll ich sagen, von seiner legendären Fußballkarriere, die er ja ohne Frage hatte. Und das ist ja genau das Ding, das wird ihm ja keiner widersprechen. Weißt du, hätte er einfach 20% weniger Scheiße gelabert, da wäre der heute, da hätte er irgendeinen Verein gefunden, bei dem es zufällig richtig gut klappt und wäre nie so schlecht angesehen, wie er heute ist. Es ist nicht zu fassen. Es ist eigentlich ein absolutes Trauerspiel, dass jemand, der eine fußballerisch so hohe Karriere hatte, so ja, ins Nichts verbannt wurde. Es ist halt so ein bisschen der Boris Becker des Fußballs. Und das ist leider kein Kompliment. Nee. Da haben wir auch schon ein Sendungsziel. Der Boris Becker des Fußballs. Ja, aber ich finde es auch, was ich bei solchen Leuten nicht verstehe, das haben wir auch oft schon hier besprochen.
dass die keine Leute an der Seite haben, die das. Es kann ja auch sein, dass du selber dumm bist. Du musst ja als Fußballer jetzt auch nicht unbedingt so intellektuell und intelligent sein. Beckenbauer war auch dumm, aber der hat einen guten Manager gehabt. Zu der Zeit hat man es gedacht, dass der gut war. Jetzt ist es nicht dubios alles geworden. Aber ja, genau, gut, was du sagst. Beckenbauer ist natürlich nicht. Ist natürlich auch nicht der Hellste. Aber wie du sagst, er hat dann irgendwie. Lichtgestalt. Lichtgestalt. Er war zumindest eine. Ja. Jetzt ist das Licht ein bisschen grell geworden. Aber. Aber der Lothar Matthäus, wie du sagst, da muss doch einer mal aus seinem Umfeld zu ihm sagen, hier, du gehst jetzt nicht zu Borussia Banana zu RTL 2, du machst jetzt nicht bei Vox mit einem Home-Doku, du gehst jetzt nicht mit der Liliana Matthäus zu RTL, Frau Goludowich und so. Du machst jetzt, du setzt jetzt mal hin und lernst. Lernst, wie man redet. Stell mal vor, Lothar Matthäus wäre in der Lage, nur ein paar von diesen Sätzen auswendig zu lernen, die modernen Trainer heute benutzen. Dass er sagt, hier Pressingresistenz und verschieben und eng genug an den Männern, Ballbesitzzeiten, bla bla. Dann wäre der eigentlich ein guter Trainer, wenn der sich ein bisschen, also irgendwo würde er schon unterkommen. Ich meine, in seinem Jahrgang, knapp in seinem Jahrgang, Klaus Augenthaler hat mal Bayer Leverkusen trainiert. Ja, Andreas Bremer hat Kaiserslautern trainiert. Und die beiden sind ja noch dümmer. Und die haben ja neben ihrem fehlenden IQ, will ich immer sagen, haben die ja wahrscheinlich auch noch irgendwelche anderen Probleme im Suchtbereich, sag ich mal. Und die sind Charisma befreit, weil Lothar Matthäus hat schon Charisma gehabt, so, weißt du? Der hat schon was dargestellt, der sah schon einigermaßen akzeptabel aus, so, weißt du? Das ist halt das Problem. Ich meine, ganz ehrlich, ein Friedhelm Funkel hat es geschafft, jahrelang irgendwelche Bundesliga-Vereine zu trainieren. Und der ist halt auch nicht der Schlauste so, aber der wusste, was er kann und was er nicht kann und hat, glaube ich, immer ein ganz gutes Feedback gehabt und ist im Rahmen seiner Möglichkeiten absolut gut geschwommen. Und das ist es halt. Ich meine, du, ganz ehrlich, du kannst auch der schlauste Mensch auf der Welt sein und kannst dich trotzdem verhalten wie die Axt im Wald und zu nichts bringen. Weißt du, es geht ja nicht nur darum. Hashtag Thomas Tuchel, genau. Also, es geht ja nicht nur darum, es geht ja auch um soziale, emotionale Komponenten. Das ist ja. Und Matthäus wäre vielleicht einer gewesen, wenn er so einen Mastermind-Co-Trainer wie Klopp gehabt hätte. Ja, das genau. Das hätte funktionieren können. Klinsmann hat es ja auch geschafft. Und naja, gut. Ist leider, glaube ich, aber der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Er sollte es trotzdem lassen. Er sollte die Verbitterung darüber bitte nicht an so Welttrainern wie Ancelotti rauslassen. Also so, das wirkt schon so ein bisschen wie der Penner, der am Bütchen steht und irgendwelche Leute im Anzug anschreit, nur weil er keine Arbeit hat. Ja, genau so ist es. Dreckschweine, ich habe auch meine Arbeit gehabt. So, meine Güte, da kann aber der Typ, der hier gerade vorbeiläuft, nichts dafür. Ja, genau. Ancelotti kann auch nichts dafür. Ist ja nicht so, dass Ancelotti Matthäus einen Job weggenommen hätte. Nee, das ist das Dumme. Das fällt mir was Geiles ein. Dummschwätzer gibt es ja auch im negativen Sinne. Ich habe letztens bei Twitter, hat es irgendjemand rumgeteilt, da waren so eine Gruppe syrischer Flüchtlinge war da und hatte so ein Schild hochgehalten und hat gesagt, wir sind hier, um euch die Arbeit zu klauen, aber ihr habt keine. Ganz einfach. Grüße. Ich würde noch eine Nominierung nachschieben. Und zwar nominiere ich eiskalt uns, weil wir zu blöd sind, in den Chat zu gucken und unsere Hausaufgaben zu machen. Dann hätten wir nämlich gewusst, dass wir Fallett gar nicht aufstellen brauchen, weil der ist nämlich gegen Dortmund immer noch rot gesperrt. Da hat man uns im Chat ungefähr 15 Minuten lang drauf hingewiesen und wir haben es nicht gemerkt. Ach, ich kann den Chat nicht bedienen, weil ich ein neues Handy habe. Also insofern. Ja, jetzt kommen wir ja noch mit so fadenscheinigen Ausreden. Nee, aber ich habe gedacht, es ist schon. Ach, Stuttgart war ja vorne. Ja. Weißt du, warum uns das passiert ist? Wegen dieser scheiß Länderspielpause. Weil wir gedacht haben, das ist schon von den Wochen her, hätte es ja gestimmt. Kann ich ja nichts dafür, dass da kein Spiel ist. Ja, gut. Aber dann würde ich ganz ehrlich gesagt, dann wird es aber interessant, ich würde tatsächlich Salcedo stellen, eher als Russ. Ich auch, definitiv. Okay, dann müssen wir das halt so machen. Und Russ hast du dann wieder als Backup, aber dann bleibst du auf jeden Fall mit Salcedo, je nachdem, wie man das zu ihm sagen will. Ja, hast du ja trotzdem einen interessanten Innenverteidiger. Ich denke, das sollte die Nummer 1 sein. Ja, da wäre ich dann auch dafür. Danke übrigens, dass ihr uns informiert habt. Genau. Das sind halt so kleine Dinge. Deswegen gibt es ja diesen Live-Chat. Genau, Grüße an den Chat. Würde Basti jetzt sagen. Gut, ich glaube, damit haben wir hier eine reichhaltige Sammlung an Dummschwätzern. Wie immer könnt ihr dann in der aktuellen Folge in der Abstimmung teilnehmen und dann schauen wir mal nächste Woche, wer da gewonnen hat. Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen was empfehlen. Ich hoffe, ihr habt da noch was. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben.
Und zwar habe ich mir, das ist glaube ich mittlerweile schon die vorletzte oder vorvorletzte Folge des Aufwachen-Podcasts angehört, den ich sonst immer nur so gelegentlich in meiner Podcast-Liste habe, aber da gab es einen uns allseits bekannten Gast, nämlich den Max vom Rasenfunk, und die haben da ein bisschen gesprochen über Journalismus, Fußballjournalismus, Sky, die ganze Leo Kirch-Story, und fand ich extrem interessant, das alles jetzt nochmal so rückwirkend da zusammengetragen zu bekommen. Und wer da vielleicht die ein oder andere Gedächtnislücke hat oder das einfach nochmal so ein bisschen aufgearbeitet haben will und sich auch der Frage stellen will, ist Fußballjournalismus Journalismus, der kann da mal reinhören. Das war ganz entspannte anderthalb Stunden. Jetzt nur der Teil mit Max, den Teil davor, und danach habe ich dann auch so ein bisschen geskippt. Okay. Habt ihr noch was ihr empfehlen würdet? Nö. Erstmal die Woche nichts. Die Woche nichts? Gar nichts. Nein, auch nichts, ehrlich gesagt. Ja, dann wird die, nachdem die eine Liste entsprechend lang ist, wird diese Liste dann entsprechend kurz. Umso besser. Ja, wegen nächster Woche müssen wir dann mal schauen, was wir da sendungstechnisch so hinkriegen, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, Dienstag ist Pokal und Freitag ist Mainz. Von daher müssen wir mal gucken, wie wir das dann da unterkriegen. Das wird wahrscheinlich dann auch wieder so eine Folge, die sich da irgendwie dazwischen schummelt. Genaueres erfahrt ihr über unsere Social-Media-Kanäle, also behaltet die mal im Auge. Wir werden das wieder mit ein paar Tagen Vorlauf da ankündigen und dann könnt ihr hier wieder live zuhören und uns im Chat verbessern, dass wir vielleicht dann auch da die richtigen Spiele aufstellen. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir den Sack für die Woche zu, guckt noch ein bisschen Champions League für diejenigen, die es jetzt live Euroleague. Ich bin schon wieder total durch. Champions League. Du bist jetzt auch komplett durch, ne? Ich bin komplett durch. Ich war den ganzen Tag über schon Tastatur-Legastheniker und jetzt bin ich ja auch noch mit Sprachkaries belegt. Also es wird Zeit, dass wir aufhören. Und jetzt empfiehlst du den Leuten, dass die jetzt noch Hoffenheim gucken. Na super. Ja, na super. Der einzige jetzt Leute, zum Einschlafen jetzt ist das doch ideal. Also bei was willst du denn bitte besser einschlafen können als bei einem Spiel von Hoffenheim? Ich kann mir ehrlich gesagt solche Spiele nicht mehr geben. Ne? Das ist mir viel zu. Es interessiert mich nicht. Es juckt mich nicht. Nee, wenn ich würde es nicht mal im Ansatz in Betracht ziehen, mir das schon ganz. Nee. Ich gucke es mir 5 Minuten an und bin todesgelangweilt. Da kann ich mir auch echt so Bate Borisov gegen Dynamo Minsk angucken. Da habe ich genauso viel Spaß wie bei so einem Spiel. Also es ist. Aber macht es. Empfehlen wir die Konferenz, ja. Ja, genau. Ja, aber es gibt ja jetzt nur 2 Spiele. Was willst du denn an der Konferenz angucken? Das ist jetzt auch nicht viel besser. Also dann guckt halt, was ihr wollt. Was? Müssten da nicht jetzt etliche Spiele gleichzeitig laufen? Ja. Ist auch gedacht, dass da noch einige sind. Jetzt ist ja die 21:05 Gruppen, jetzt oder? Ja, wir gehen es jetzt nochmal durch die Zeit. Haben so wir gehen es jetzt nochmal durch. Ja. Wir suchen jetzt ein Spiel aus, was unsere Hörer gleich gucken müssen. Okay. So, wen haben wir denn da? Wie läuft schon seit 10 Minuten? Villarreal gegen Slavia Prag, Kiew gegen Bern, Milan Athen, Skanderborg gegen Everton Belgrad. Gegen Lyon. Das wär's doch. Das ist noch nicht. Weiter. Nein, weiter. Weiter, was haben wir denn noch? Weiter, da kommt der Messi. Slin gegen Kopenhagen. Nein, wir wissen was. Ihr sollt Atalanta Bergamo schauen. Zu Hause gegen Limassol. Da ist gute Stimmung zumindest. Und siehst du mal, wir tun jetzt so, als wäre das ein Zufall gewesen, dass wir natürlich auf Bergamo kommen. Ist natürlich von langer Hand geplant. Natürlich guckt der Bergamo und dann ist die Kiste klar. Gut, also. Dann schaut Bergamo gegen Limassol und erzählt uns nächste Woche, wie es war. Wir erzählen euch dann ein bisschen was über den Fußball und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende, allen viel Spaß im Stadion, allen viel Spaß, die nächste Woche vielleicht mit nach Schweinfurt fahren, und ja, wir melden uns in gewohnter Art und Weise dann wieder. Bis dahin, macht's gut!